Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zu einer anscheinend sehr übel riechenden Folge hier von Die Sims 4 mit unseren Vampir-Ladies. So, in der letzten Folge, da haben wir, fast ein Kind irgendwie entführt, könnte man eigentlich sagen. Denn unsere gute Annalena, die war halt zu Besuch gemeinsam mit Noah so ein bisschen außer Haus, um auch so ein bisschen mal zu schauen, wie man denn noch Neues kennenlernen könnte. Und dabei haben wir einer Familie einen Besuch abgestattet, oder beziehungsweise einer WG, die auch noch zusätzlich ein kleines Baby hat. Und das haben wir einfach mal älter werden lassen, haben dann die Mutter gesucht und haben sie dann, das war jetzt dein Versuch, hier Mac and Cheese zu machen. Sehe ich das wirklich richtig nur? Aber auf jeden Fall, also es war schon ganz lustig und auf einmal hatten wir dann halt ein Kind auf dem Arm, was nicht mehr weggehen wollte. Und ich war so ein bisschen so, fremdes Kind, was soll ich tun? Aber wir sind es ja Gott sei Dank doch noch losgeworden. Es ist jetzt in den sicheren Händen seiner Mutter. Und ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen unsere Beziehung auch zu Hayley vertiefen, denn, woher kommt die Musik? Ah, von oben. Ich dachte gerade so, hä, was ist denn das? Noch ein bisschen vertiefen, denn ich möchte schon, eine gute Bindung aufbauen insgesamt und möchte aber auch, dass sie zum Beispiel sich jetzt bereit erklärt, uns mal ein bisschen an ihr saugen zu lassen, also an ihrer Vene. Wir wollen heute nämlich ein bisschen an den Venen der lieben Leute saugen. Um dann nämlich einmal auch wieder das zu zeigen, um die vampirische Seite aus Annalena auch mal wieder ein bisschen herauszukitzeln, denn in letzter Zeit ist sie schon sehr, sehr brav und das ist ja langweilig, ne? So, und deswegen werde ich sie jetzt fragen. Wir könnten einen unwiderstehlichen Schlaf machen, aber das ist eigentlich Bullshit. Wir werden einfach mal, um Erlaubnis fragen, anzuzapfen. Und ich denke mal, uns wird die Erlaubnis auf gar keinen Fall verwehrt, gerade weil wir so ein vorbildlicher kleiner Vampir waren in den letzten Monaten über. Wir haben nie von irgendwem getrunken, ohne dass er es uns nicht erlaubt hätte. Wir waren immer... Was? Nee. Ah, nee, okay. Ich dachte gerade schon, sie hätte es abgelehnt, aber sie wollte nur nicht über Videospiele reden. Oh, ich dachte gerade schon, was ist denn das für eine Beziehung? Wir sind doch so gut bisher miteinander. So, jetzt aber. Darf ich an deiner Vene nuckeln? Ja, klar. Tu dir keinen Zwang an. So, und dafür müssen wir uns natürlich in unsere dunkle Vampirform verwandeln, die wir vielleicht auch nochmal demnächst ein bisschen bearbeiten müssen. Vielleicht noch ein bisschen die Haare vielleicht mal anders oder allgemein so ein schönes neues Kleid oder Outfit in der Regel. So, ich glaube, das reicht, meine Süße. Du wirst sonst gleich wieder gehauen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Gleich wirst du weggestoßen. Okay, jetzt reicht's, glaube ich. So, aber es hat ja... Ich lade sie jetzt auch mal direkt ein, über Nacht zu bleiben. Dann kann ich nämlich auch sicherstellen, dass ihr nichts auf dem Nachhauseweg passiert. Oh Gott. Jetzt fällt bei mir auch alles um, weil ich hier schon so verrückte Bewegungen mache. Weil ich wollte eigentlich sagen, ja, ihr kann jetzt nichts passieren, weil sonst fällt sie ja vielleicht um. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen... Okay, ich glaube, wir haben uns gerade über sie lustig gemacht. Du schläfst tatsächlich schon im... Wie sieht's aus mit Essen weiterkochen? Ich meine, das ist jetzt nichts Ganzes und nichts Halbes. Also die Hälfte der Zutaten ist drin, das steht auf dem Herd, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird nicht weitergekocht. Also. So, wir können ja mal gucken. Guck mal, ein Kuss wird gehaucht. No. Die beiden passen aber auch so gut zusammen, wie Arsch auf Eimer einfach. Ich mag sie total gerne. Und ja, ich habe in der vorletzten Folge auf jeden Fall zum Beispiel Shingo unterschlagen. So, Noah als die erste. Aber ich finde, Noah kann man wirklich schon als die erste große Liebe bezeichnen. Das davor war so, nur so Vorgeplänke, weil er ist schließlich jetzt auch hier wirklich der feste Partner insgesamt. Er ist halt immer da und stalkt und so. Ich meine, Shingo war dann auf einmal von heute auf morgen komplett weg, was schon sehr schade war. So, Sweetheart, möchtest du eine Massage haben? Zum Beispiel eine schwedische Massage könnte ich dir jetzt nochmal anbieten. Eben hattest du sie anscheinend nicht angenommen. Wie wäre es, wenn du es jetzt tust? Oh, unser Keller sieht so sweet aus hier mit dem roten Licht. Wo kommt denn das schöne Rot? Ah, von den Scheinwerfern. Das ist natürlich dezent schön, muss ich sagen. So, die Sache ist bloß gut. Wir könnten natürlich
Techtelmechtel, genau. Gute Sims wollen kein Techtelmechtel in einem Sarg haben. Oh, ich will nicht mehr gut sein. Aber wieso nicht? Das ist doch voll natürlich in dem Fall. So, immerhin blutrote Befriedigung. Plasma ist einfach köstlich. Das haben wir schon mal getrunken. So, wo stehen denn unsere Plasmabäume? Sind hier hinten, sind auch schon erntebereit. Das heißt, wir könnten da mal wieder vorbeischauen. Was mir natürlich wichtig wäre, wäre der Knoblauch. Aber den hat jetzt wahrscheinlich Betty gerade im Inventar. So, ich gehe mal Noah verfolgen, was er so macht. Denn das ist ja auch wichtig, mal zu wissen. Aber es ist schon so ein bisschen schade, ne? Ich meine, ich bin ja jetzt nur gut, weil sie früher gut war. Und wir sind ja jetzt auch nicht böse. Aber warum wollen die denn kein Techtelmechtel in einem Sarg haben? Ist doch mal was mega Außergewöhnliches. Da würde ich sofort zuschlagen und sagen, jupp, okay, wir Techtelmechtel jetzt im Sarg. Guck mal. Oh, wie liebevoll. Oh, sie hat ja voll das schöne Tattoo. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber so oft habe ich sie auch noch nicht nackt gesehen. Von daher, also, oh. Ich mag Annalenas Schuhe irgendwie, die gefallen mir echt gut. So, Wellnessfähigkeit Level 3 erreicht. Kann jetzt Aromatherapie-Massagen verabreichen und die Yoga-Haltung Dreieck einnehmen. Jawohl, und das gefällt uns richtig gut, auch wegen der Frischluft. Er kommt wirklich nicht auf die Idee, weiter zu kochen, ne? Was ich schon so ein bisschen schade finde bei Noah. Ich meine, irgendwie, er ist echt so ein bisschen sehr schnell von seinen Vorhaben immer abzubringen. So sagst du dann so, oh ja, da ist ein Bett, oh ja, tschüss Bett. Und dann so, oh ja, da ist ein Käfer, oh, ein Käfer. Er ist wirklich leicht abzulenken. Und ich finde es ein bisschen traurig. Ich meine, Betty kommt gleich nach Hause und der hat es einfach nicht zu Ende gekocht. Ich meine, und jetzt ist er auch noch alleine. Also irgendwie nicht so ganz das, was man sich als heimkehrende Frau dann vielleicht da vorstellt, um ehrlich zu sein. So, und wir laden dann mal Haley ein, zusammen mit uns hier am Lagerfeuer abzuhängen, obwohl wir es vielleicht erst einmal anzünden sollten. Aber dann können wir uns auch romantisch hier hinsetzen. Wir vertiefen jetzt wirklich unsere Beziehung. Ich meine, Annalena ist immer noch so einsam und ich finde, wir sollten da jetzt auch mal Nägel mit Köpfen machen. Mich wundert es, dass sie sowieso überhaupt in einem Sarg schlafen kann, wenn sie so gut ist. Vielleicht sollten wir noch irgendwie versuchen, ein Bettchen aufzustellen. So ein alternatives Bettchen. Ich muss mal gerade gucken. Theoretisch könnten wir ja sogar das hier hinstellen. Und dann könnten wir ja eigentlich noch ein schönes Bett hinstellen. 4.800, dafür haben wir nicht genug Geld. Haben wir da noch irgendwas? Guck mal, das könnten wir, weil die Verabredung so gut liegt, verkaufen wir das. Da weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Die verkaufe ich jetzt auch einfach mal alle. Das bringt uns sowieso nichts. Also jetzt sind die halt alle im Haushaltsinventar. Die können wir auch ganz schnell wieder ernten. Von daher ist es okay. So. Dann vielleicht kommen wir so auf die 4.000. Ist zwar ein ganz schön stolzer Preis, muss man dann sagen. Aber okay. So, warte mal. Ich gebe die jetzt mal per Hand ein. So, 7. Dann hier sind es 8. Hier sind es 10. Auch wieder 10. Oh, es könnte sogar was werden, also. Und jetzt hier die 20 verkaufen wir. Oh, jawohl. 4.900. Also sowas von Shit. So, warte, jetzt muss ich nochmal die Bilder neu arrangieren. So, das kleben wir dahin. Du kannst da bleiben, wo du bist. Und dich verkaufe ich jetzt einfach mal ganz frech. Und dann reicht es immer noch nicht, weil das Gemälde da im Weg steht. Okay. Warte, ich hänge das mal ganz kurz dahin. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Ich meine, ach, das ist die Lampe da wahrscheinlich eher, nicht das Gemälde. Ja, sehr gut. Okay. Hätte ich das eine Porträt gar nicht verkaufen müssen. Das war nämlich nur die Lampe, die da im Weg stand. Aber egal. So, dann haben wir nämlich hier auch noch ein schönes, gruseliges Bett einfach. Weil, ich meine, man will hier doch schon Techtelmechtel haben, oder? Das, bitte verbrenn jetzt nicht. Alter. Juhu. So, einladen abzuhängen. Hier, Haley, häng mit mir am Feuer ab. Wir können uns auch gerne hinsetzen, wenn du möchtest. Wir müssen ja jetzt nicht stehen oder so. Warum gab das jetzt schlechte Kritik? Warum gab das jetzt Kritik? So, und dann können wir nämlich auch mit ihr gemeinsam dort im Bett übernachten. Ich denke einfach für, weil wir sie ja jetzt auch eingeladen haben als menschliche Freundin zu uns, ist es eigentlich ganz gut, wenn wir dann wirklich auch ein Bett für sie einfach anschaffen, damit sie sich jederzeit wohlfühlen kann und damit sie dann mit uns gemeinsam in diesem wunderschönen Bett schläft.
Und gerade für solche Leute habe ich das dann gekauft. Ja. Okay, egal. Also irgendwas hat sie, ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwie ist sie unzufrieden mit der Gesamtsituation. Es könnte daran liegen. Oh mein Gott, du hast noch keinen. Doch. Das sah ja gerade hässlich aus, dieser Hausanstrich. Komisch, der sah mal besser aus. Vielleicht hat der so eine abgewranzte... Ja, der hat so einen abgewranzten Look. So, meine Liebe, wie wäre es, wenn wir, du könntest, ne? Annalena kann nur entsagen, ja. Und wir haben es jetzt nur wegen unserer menschlichen Baldfreundin. Die, aber... Ja, stimmt, die kann unten gar nicht rein. Zutritt gestatten für... Butler-Haushalt-Gruppe, aufschließen. Es handelt sich um eine Art persönlicher Notfall, ich muss dringend... Wie? Oh, nur weil du hier nicht zum Schlafen... Ich hab extra ein Bett für dich gekauft. Was soll denn das jetzt? Ich hab extra ein Bett gekauft und sie haut einfach ab. Oh, nee. Ja, jetzt kann ich die Tür wieder abschließen für jeden aus seiner Lane. Oh, das muss ich jetzt sagen, das frustet mich schon so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, jetzt habe ich extra so ein richtig schönes, wohlig, kuscheliges, bisschen gruseliges, sehr lilanes Bett gekauft. Das können wir dann noch die Farbe ändern, zufällig. Ja, können wir sogar noch. Komm mal, wir können auch so ein Goldbett kaufen. Genau, das sieht total toll hier unten aus und sie ist einfach gegangen. Oh, Betty hat aufgrund einer herausragenden Arbeitsleistung als Doppeldiamantagentin eine Gehaltserhöhung bekommen. Nice, wir verdienen jetzt 10 Simoleons mehr pro Stunde. So, meine Liebe, Hunger hast du anscheinend keinen. Du bist einfach nur noch total platt und das heißt, du darfst ins Bett. Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Beförderung, Betty. Möchtest du heute Abend feiern? Nein, ich möchte um 0.12 Uhr nur noch ins Bett fallen. Oh, ich wollte gerade sagen, vorher haben wir 5000 Simoleons. Aber ja, das hat sie gerade mit nach Hause gebracht, glaube ich. Ist ja gut, ey. Also wenn wir weiterhin echt mal ab und an zur Arbeit gehen, werden wir dann direkt nochmal befördert? Weil wir sind jetzt Doppeldiamantagentin plus 1, aber hier ist es ja trotzdem ausgezeichnet immer noch. Aber wer weiß, wie sich das bis zum nächsten Arbeitstag geregelt hat. So, mittlerweile schlafen alle unsere Sims. Also, ja, müssen wir mal gucken, ob wir Haley jetzt vielleicht auch dann insgesamt einfach, ja, als Freundin, Freund uns anlachen quasi. Ich würde jetzt gerne, um ehrlich zu sein, bevor es zu hell wird, würde ich gerne einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend herumstromern. Vielleicht auch nochmal mir ein bisschen Zugang bei Leuten. Gut, wissen wir eigentlich, wo Haley wohnt? Das ist ja auch immer so die Sache, ne? Dadurch, dass es so viele Sims sind, wissen wir ja teilweise gar nicht, wo diese Sims wohnen. Und das ist ein einziges Rätselraten, außer wir spielen sie mal irgendwann. Aber ich würde mir einfach gern mal nochmal einfach so Zugang verschaffen und dann vielleicht auch mal so ein bisschen in den Wohnungen von anderen Leuten herumstromern. Ich meine, das kann ja auch so eine Art kleines Hobby werden, dass wir mitten in der Nacht aufbrechen, um uns die Wohnungen anderer anzugucken, uns dort Zugang zu verschaffen, ein bisschen herumzustreunern, mal zu schauen, was so deren, keine Ahnung, Lieblingsfilme, Lieblingsessen, Lieblingskuscheltiere, was auch immer sind. Es ist natürlich auch dann sehr interessant, wenn wir dann so nächtliche, in Anführungsstrichen, Raubzüge, es wäre so cool, wenn wir noch ein bisschen kleptomanisch veranlagt wären mit Annalena, weil dann könnten wir nämlich hier auch noch ein bisschen was ausrauben. Aber ich glaube, soweit ich weiß, gibt es Kleptomanie ja noch gar nicht. Wieso seid ihr alle wach? Was seid ihr denn für Affen? So, warte mal. Für jeden außer Annalena. Ich möchte mir aber vampirischen Zutritt verschaffen. Hier, vampirischer Zutritt. Okay, warte mal, dann verschaffe ich mir jetzt mal so vampirischen Zutritt. Eigentlich sollten die alle schlafen, aber scheinbar halten die nicht so viel vom Schlafen. Ich werde in dieses Haus kommen. Oh, lame. Die sind ja alle schon wach um 5 Uhr morgens. Hallo, Leute. Warum seid ihr um 5 Uhr morgens wach? Da kann ich ja gar nicht richtig rein, um zu schmulen. Ich glaube aber, ich habe nie wirklich das große Glück, dass ich... Das ist ja cool. Also, deren Wohnung ist richtig abgefahren, muss man sagen. Und ich glaube, die haben auch fast genügend Platz für alle. Aber es gibt, theoretisch gibt es nur ein Bett. Also vielleicht doch nicht Platz für alle. Hier wohnt auf jeden Fall irgendwann mal ein sehr reicher Single. Gut. Leider ein bisschen daneben gegangen. Ich weiß gar nicht.
habe ich denn wirklich mal die Möglichkeit, zu jemandem nach Hause zu kommen und die schlafen dann noch? Ich glaube, ich muss das nochmal testen, um mir dann halt Zugriff zu Vatore. Da leben die Vatores und da leben die Belvatores. Oh, ist so gut. Nee, aber ich muss mal schauen, ob das funktioniert, weil das wäre nämlich richtig cool. Und Betty hat ja ihre Zeiten als Vampirjägerin ja mittlerweile auch schon Gott sei Dank lange hinter sich. Ich meine, es ist eigentlich krass, in diesen über 140, 45, 148 Folgen, glaube ich, sind wir mittlerweile, ist ja auch relativ viel passiert, ne? Annalena wurde zum Vampir, das war das Erste. Betty hat dann gegen die ganzen Vampire in der Stadt gekämpft, wollte Annalena heilen, hat einen Vampir geheilt, hat dann aber doch beschlossen, nein, Betty wollte halt einfach dann nicht zu weit gehen und Annalena gegen ihren Willen hat sich das dann erklären lassen und dann, ach, das war schon schön, muss man sagen. So, jetzt stromere ich hier alleine herum. Kann ich hier zufällig, warte mal, ich gebe mal auch hier was ernten. Und hier gehe ich noch mal ein bisschen jäten und alles bewässern. Weil sonst hätte ich ja gar nichts zu tun. Ach, guten Morgen, Noah. Wie sieht's bei dir aus? Oh, Süße, du sollst aber jetzt echt noch schlafen. Du kannst wirklich ausschlafen. Du warst diejenige, die bis wirklich in die Puppen arbeiten war. Deswegen ist das voll okay. So, und das Schöne ist, wir haben ja jetzt auch mittlerweile unsere ganzen Kräutersachen angefertigt. Was macht er? Halbnackt trainiert er. Okay. Wir haben ja jetzt mittlerweile alle unsere Kräutersachen. Oh, warte mal. Oh, wir erhalten gleich noch 2 Machtpunkte. Das könnten wir eigentlich mal machen, ne? Wir machen einfach mal gleich so einen Schub. Und dadurch können wir nämlich das auch gleich mal steigern. Wir müssen mal gucken. Könnten wir noch was machen? Ja. Wie weit sind wir denn bei der Kräuterkundefähigkeit? Level 7. Nice. Bei Gartenarbeit Level 5. Okay, das kann man auf jeden Fall noch ausbauen, aber es wird schon. So, deswegen, wir arbeiten erstmal ein bisschen im Garten, während Noah da hinten noch trainiert. Das Mac and Cheese ist mittlerweile leider schlecht geworden, sonst hätte ich gesagt, die Mädels können das auf jeden Fall. Wie mache ich das weg? Das müssen die wahrscheinlich machen, das kann ich anscheinend nirgends in eine Spüle ziehen oder so. Ja, also, ich würde ihm das ja gerne, aber er muss ja erstmal selbst zurechtkommen. Vielleicht kommt er ja von alleine darauf, dass er das wegräumen könnte, nachdem es nun schlecht geworden ist. Ach, ich freue mich vor allem freue ich mich auf den ganz, ganz nächsten Schritt, den Betty und Noah vielleicht machen werden, wenn dann vielleicht das ein oder andere kleine Kind ja auch reinkommen wird in die Beziehung. Aber das ist noch ein bisschen hin. Ich meine, ich glaube, ich werde erstmal mir ein Haustier anschaffen, bevor ich über Kinder nachdenke, weil Kinder sind eine verdammt große Verantwortung. Tiere natürlich auch, aber ich meine, es ist halt trotzdem ein Unterschied, ne? Kinder musst du noch viel krasser sozial leben und alles. Ich meine, du bist für das Kind verantwortlich für die nächsten 18 Jahre, wenn nicht sogar länger, und musst gucken, dass es ein guter Mensch wird. Und bei Tieren, die haben auch immer so einen schönen eigenen Kopf und deswegen, die erziehen sich auch so ein bisschen selbst. Deswegen wird das sehr, sehr spannend hier. Aber ich glaube erstmal, Betty wird sich erstmal, bevor sie, ich glaube, sie denkt sowieso noch nicht ernsthaft über Kinder nach. Und bevor sie mit Noah über Kinder nachdenkt, schätze ich, wird erstmal ein Haustier angeschafft im November. So, jetzt sollten wir genau 2 Punkte hinzubekommen haben. Dann können wir gleich mal gucken. Irgendwas wollte ich nämlich noch kaufen. So, mesmerieren war es nicht. Lebensgeist manipulieren auch nicht. Vampirischer Schlummer nicht. Geruchslosigkeit, gut, als Fledermaus könnten wir herumlaufen. Und der Vampirscharm, der ist natürlich auch immer sehr, sehr interessant. Da könnten wir jetzt zum Beispiel 2 Punkte hinein investieren. Also ich finde das schon eigentlich ganz gut. Übernatürliches Tempo, ja, aber wir haben ja die Nebelgestalt. Obwohl Gefühle steuern sollten, wollten wir auch noch komplett machen. Gut, dann machen wir das erstmal und dann machen wir nochmal den Vampirscharm. Süße, du brutzelst. Okay, dann musst du sofort wieder rein. Tut mir leid, habe ich ja gerade auch schon wieder überhaupt nicht mitbekommen, dass Madame schon am Brutzeln ist. Und ich räume jetzt mal das Zeug hier weg und werde dann mal meinen Mitbewohner auch ganz dezent darauf hinweisen, dass er, ich werde ihm einfach mal, ne, ich werde ihm mal sagen, dass es so nicht geht, dass er sein Zeug anfängt zu kochen und dann einfach wegmacht. Ich hoffe, sie schüttet es ihm, ich dachte jetzt schon, sie schüttet es ihm über den Kopf, oh, das wäre so geil geworden. Das wäre wirklich der Hammer gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätte, oh, das schütte ich ihm über den Kopf.
Oh, ich freue mich schon richtig auf die Tiere. Die werden auch bestimmt nochmal richtig krass tolles Gameplay auch mit reinbringen. Gerade bei den Mädels hier kann ich es mir super gut vorstellen. So ein kleiner Hund oder so eine Katze. So gerade so Spirit Animals bei Vampiren auch, so Kätzchen oder so. Tanoba! Ja, so geht das nämlich nicht. Wenn du hier, ne, und weil ich ja so eine super gute Mitbewohnerin bin, mit Annalena zeige ich ihm jetzt mal, wie das geht. Wir machen nämlich Frühstücksallerlei und werden das dann nämlich jetzt für unsere gute Betty zubereiten, die auf jeden Fall ausschlafen darf. Und das werde ich noch vor der Arbeit machen. Also wir zeigen jetzt Noah direkt, wie es geht. Hier, mein Freund, schau zu. Man macht Frühstück für seine geliebten Freunde und Personen und Menschen. Und dann kocht man das auch zu Ende. Hoffe ich jedenfalls, dass sie das zu Ende kocht. Aber ich denke mal schon. So wie ich Annalena kenne, beendet sie was. Wir hatten so unsere Probleme miteinander. Aber vielleicht können wir ja Freunde werden. Wie wäre es mit einem Frühstück? Nein. Tut mir leid, Yuki. Nein. So, aber keine Portion. Du brauchst hier keine Portion nehmen, meine Süße. Du isst das nämlich sowieso nicht. Ja, sehr gut. So, also mit Yuki brauche ich mich jetzt nicht wirklich anfreunden, weil, ja, im Endeffekt, ne, ich muss jetzt sowieso zur Arbeit, dann brauche ich mich nicht mehr auf ein Frühstücksdate treffen. Aber, meine lieben Freunde, wir werden jetzt hier an dieser Stelle leider schon wieder einen Cut machen. Freut ihr euch auch so auf Tiere in die Sims 4? Wenn ja, schreibt es doch unten in die Kommentare. Und welches Tier würdet ihr denn hier am ehesten sehen bei unseren zwei Mädels? Ein Hund oder eine Katze? Und ich würde einfach mal sagen, startet gut ins Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich tschüss.